Die Formel 1 war zwar 23 Jahre lang nicht zu Gast in Mexiko, doch nach der erfolgreichen Rückkehr im vergangenen Jahr fühlt es sich so an, als ob sie nie fort war. In Mexiko ist der Grand Prix mehr als nur ein Rennen. Es ist ein Fest der Geschwindigkeit und des Mutes. Die Stimmung im Stadion ist nicht zu übertreffen, dagegen kommt selbst der Lärm der Rennwagen nicht an. Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung dar. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen, die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Stefan Römer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute in der Kommentatorenbox bei mir bist. Reden wir über den Wissenschaftler. Heute steht, ohne zu übertreiben, tatsächlich alles, aber wirklich alles auf dem Spiel. Der Titel ist immer noch vakant. Wie werden Sie mit all dem Druck umgehen? Was denkst du? Ich glaube, dass alles gut werden wird, wenn Sie es schaffen, sich auf die Piste zu konzentrieren und nicht so sehr an die Bedeutung des heutigen Tages denken. Das ist ein Rennen wie jedes andere auch. Du tust dein Bestes und akzeptierst, dass es Dinge gibt, die du nicht selbst in der Hand hast. Wenn Ihnen das gelingt, haben Sie schon die Hälfte geschafft. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hamilton, Vettel, Valtteri Bottas und Sainz Jr. Perez, Norris, Raikkonen und Dani Quert. Verstappen, Gasly, Robert Kubica und Ricciardo. Giovinazzi, Albon, Lance Stroll und George Russell. Hülkenberg, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Romain Grosjean befindet sich am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Ja, damit guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zur F1 2019 zum großen Preis von Mexiko. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. Ja, Zwei-Schritt-Strategie halte ich für die beste Möglichkeit. Ricciardo hatte eine Gridstrafe, 10 Positionen, damit auf P14 für die Konstrukteurswertung scheiße. Die Ferrari stehen auf 1 und 4, die Mercedes auf 3 und 5. Schwierig. Wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Am Start ist natürlich der Plan, an Leclerc vorbeizugehen. Wir haben die Innenbahn theoretisch, das ist nicht schlecht, aber was wichtig ist, entweder wir kommen so am Start vorbei oder ich werde versuchen, mich in seinen Windschatten reinzuhängen, noch auf der Startzielgeraden und dann in Turn 1 rein den Angriff starten. Ich bin gespannt, ob das was wird oder nicht. Wir werden es sehen, wir starten den großen Preis von Mexiko. Leiten die Startsequenz ein. Haben einen besseren Start als Leclerc. Aber Hamilton auch mit einem richtig, richtig guten Start hier. Leclerc macht zu. Bisschen sehr extrem, finde ich. Ich habe die Kollision verursacht, natürlich. Aber außenrum in Turn 1 können wir nutzen, um uns vorbeizusetzen. So, jetzt nur eventuell einen Gegenangriff abwehren. Schaffen wir sehr gut. So. Ja, es wäre natürlich eine Möglichkeit, eine Einstopp zu versuchen. Wie gesagt, Jay hat es beim DPO geschafft. Oder hätte er es geschafft, besser gesagt. Aber ja, ich traue mir das nicht so richtig zu. Mein Reifenmanagement ist jetzt nicht das Allergeilste auf der Welt. Und zum anderen weiß ich auch nicht. Zum einen wäre das mir zu riskant. Rein vom Fahrverhalten her. Und zum anderen weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob das so viel schneller ist. So, 16. Vorsprung. Aber ja, wegkommen wird schwierig durch den Windschatten. Wobei man natürlich auch bedenken muss, die werden jetzt sehr viel an Ressourcen raushauen. So, wir merken auf jeden Fall, die Fünfergruppe hier,
die Ferraris, die Mercedes. Verstappen ist weg irgendwie. Der war ja Vierter, glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Der war Sechster. Und ward aber nirgendwo mehr gesehen. So. Ja, die Softreifen werden aber halt auch einbrechen. Aber gut, nicht nur meine, muss man bedenken. Nicht nur meine. Und da habe ich halt die Hoffnung, dass Ricciardo über die Strategie vielleicht ein bisschen was lösen kann. Wenn hier vorne sich bekämpft wird und Ricciardo dann im Zweifel nochmal gut was rausholen kann. So, jetzt Hauptpush. Wenn der Leclerc beim DRS ringt, habe ich ein Problem. Und wenn ich das richtig betrachte, habe ich ein Problem, glaube ich. Na, 1,3. Bottas 7 Zehntel. So, dann ist jetzt die Hoffnung, dass Bottas an Leclerc rankommt. Die sich bekämpfen werden, ich kann wegfahren. Das wäre natürlich das Best-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario, Leclerc kann sich so an mich ranhängen, dass wir beide Bottas davon fahren. Ich verstehe halt nicht, wo ich im dritten Sektor so viel Zeit verliere. Let's use some of this energy. Increase the ERS deployment. So, ja, okay, Reifen vorne links jetzt ein bisschen warm, hatte auch leichten Lockup, definitiv. Immer noch vor Leclerc, also vor dem DRS-Fenster von Leclerc. Oh, hopp. Drei Sekunden Vorsprung jetzt. Aber auf Mexiko kann man das super einfach wegschmeißen, muss man sagen. Also das ist keine große Kunst. Auf jeden Fall. So. Jetzt können wir aber vielleicht auch mal ein bisschen auf die Reifen Acht geben. Dass wir da vielleicht ein bisschen schonen. Ja, das Lockup in die letzte Kurve rein ist halt ekelhaft, aber auch schwierig zu vermeiden. ...1,8 nach hinten. Bottas dafür auf 15. ran jetzt. Kann ein Angriff werden in den kommenden Runden. Vielleicht sogar diese Runde schauen, wenn das richtig anstellt. Ja, 2 Zehntel jetzt nur noch. Also ja, scheinbar wird das Szenario so eintreten, dass Bottas hier mit Leclerc Stress haben möchte. Würde ich natürlich sehr begrüßen. So, wieder eine ganz nette Runde abgespült. Abgespült, ja. Abgespielt. So, was haben wir? 6 Zehntel. Mathematisch gesehen reicht das jetzt für Bottas. Gerade waren 8 Zehntel dazwischen, glaube ich.
Und dann am Ende war er auf 2 Zehntel ran, aber jetzt muss Bottas sich gegen Hamilton verteidigen. Och, ihr seid doch Esel. Ihr seid doch richtige Vollidioten. Wobei das Hauptziel ist natürlich vor Hamilton sein, also... Ja, im Zweifel ist es auch nicht so ultra schlimm, wenn Leclerc an mir vorbeigeht. Sofern halt Hamilton hinter mir bleibt. Ist natürlich die Frage, ob vielleicht echt einer auf eine Einstoppstrategie geht. Und vielleicht auch ein Safety Car pokert. Möglich wär's. Ja, die Reifen bauen ab. Wir merken's. 1,1 Sekunden bereits langsamer. Hamilton, 6 Zehntel dran. Auch definitiv ein gutes Stück näher dran an Leclerc als Bottas an ihm. Und das kann Angriff werden von Hamilton, wenn er es richtig macht. Machte aber nicht. Keine Dive Bomb von Hamilton. Schade, aber er ist jetzt nah genug dran, glaube ich, dass Leclerc auf Start-Ziel ein paar Probleme kriegt und ich kriege Reifenprobleme jetzt gerade. Ja, die Verwarnung ist verdient. Jetzt darf ich nur... Ja, muss ich darauf achten, dass ich keine Strafe kriege. Weil das Problem ist, und das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass ich halt versuche quasi meine schlechten Reifen durch Verändern meines Einlenkpunkts ja ausgleiche, mehr oder weniger. Und ja, das kann halt auch schief gehen. Aber egal, wir fahren nur noch 2 Runden auf den Reifen, die ja sowieso schon angeschlagener sind. Und Leclerc ist leider schnell genug durch den dritten Sektor, dass Hamilton auf Start-Ziel nicht angreifen kann. Schade. Ja, das wird wieder kein Angriff von Hamilton. Nee, 3 Zehntel Abstand. Dieses Mal sogar. So, wir fahren ja mal relativ safe drüber. Oh, Ricciardo kämpft aber schön gut hier. Ist schon wieder ordentlich in den Punkten drin. Sehr gut. Und Hamilton wird jetzt, glaube ich, nah genug da sein, oder? Ja, 4 Zehntel, das wird ein Angriff. Also wenn das kein Angriff wird, spätestens auf der zweiten DRS-Geraden, dann weiß ich auch nicht. Das wird sogar jetzt schon ein Angriff. Schön, und jetzt fahrt Side by Side. Auch nicht aber so ein cleanes Überholmanöver, das ist doch auch nicht das Wahre. Dann habt ihr doch auch keinen Spaß. Super. Ja, wenn ich so weiter kämpfen, dann werde ich sogar noch Zeit verlieren. Nein. Ach. Wenn du halt einmal rauskommst auf der Strecke im zweiten Sektor, dann hast du einfach verloren.
So, letzte Runde des ersten Stints. Bricht an. Box, box. We're coming in this lap. Ja, und Leclerc will jetzt nicht angreifen. Ach, das ist doch alles scheiße. Wie das hier läuft. Also ja, ich bin noch vorne. Das ist auch gut so, aber... Ja, wie gesagt, die kämpfen halt jetzt nicht in dem Sinne, wie ich mir das vorgestellt habe. Wobei jetzt ein Angriff von Leclerc vielleicht kommt. Und das wäre gut. Nee, er ist so weit weg. Ja, und Ricciardo auf P7 mittlerweile schon. Not bad, not bad, der Danny. Oh, ich spare nochmal ein bisschen Sprit. So, Reifenhopp, noch ganz kurz durchhalten, bitte. Ich meine, ja, ich könnte noch eine Runde, aber wozu? Wäre Quatsch. So, Hamilton kommt rein, Leclerc kommt rein. Also die Dreierführung, alle in der Boxengasse. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Go, go now. 2,0. They're speeding up again, so I expect they fixed whatever the problem was. Okay, ich habe immer einen Gasly zwischen. Aber Ricciardo, Quatsch, Räikkönen vor mir auf Mediums. Das heißt, er wird jetzt ordentlich langsamer sein, als ich könnte dadurch meine Strategie ein bisschen komprimieren. Der wird mich halt jetzt extrem durch die SS aufhalten. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal auf die frischen Reifen klarkommen. Der hat sich gedreht, ernsthaft? Durch die Kollision? Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Daniel's in the pits. The gap to the car ahead is 3.4 seconds. Ich meine, wir haben gesehen beim GPO, was so ein Undercut ausmachen kann. Und wir sehen auch, dass es hier wieder ordentlich Zeit gebracht hat. Ich habe jetzt halt nicht auf den Abstand von Hamilton auf mich geachtet, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sogar ein bisschen aufgeholt hat. Na, 3,1, mehr oder weniger. Also noch relativ ähnlich. Ich muss halt aufpassen, ich habe schon 2 Streckenverwarnungen. Und eine 3 Sekunden Zeitstrafe kann extrem viel kaputt machen. Gerade wenn mein Abstand nach hinten gerade 3 Sekunden sind. Boah, endlich mal ohne Lockup hier durchgekommen. Sainz fährt immer noch auf dem Reifen, hört's auch nicht schlecht. So, ich hoffe, Leclerc kommt ein bisschen an Hamilton wieder ran. Das brauche ich. Ich hab Sainz die letzte Runde 4 Sekunden abgenommen.
What the fuck? So, Sainz, ich weiß, du würdest gerne das Rennen weiterhin anführen, aber du hast hier gerade nichts verloren. Tut mir leid. So. Was haben wir? Wir haben 3,8 auf Hamilton. Ja, ein bisschen was hat es mich gekostet gerade. Und dahinter 7/10 Leclerc. So, Leclerc auf jeden Fall wieder im Windschatten. Sehr gut. Und im DRS. Ach Gott. Und der ist vorbei. Wir sehen also die Kämpfe gerade. 7/10 hat er dem jetzt abgenommen. Am Arsch. Was ist das für eine? Holy shit. Nicht schlecht, Leclerc. Und das wird mir jetzt ein bisschen Zeit bringen, weil die werden hart kämpfen. Sehr gut. Oh nein, jetzt kämpfen aber Vettel und Leclerc. Der Ferrari Masterplan ist wieder am Start. Hopp, Vettel dreht dich einfach raus. Ja, 5,1. Ja, und Ricciardo auf P6 mittlerweile. Kann noch ein bisschen mehr nach vorne kommen vielleicht, je nachdem wie Bottas fährt. Und Vettel schafft es aber nicht mal ansatzweise auf den Angriff. Hat Leclerc gerade echt gut ERS für den Angriff rausgeballert. So wie es scheint. Ich meine, es wäre am besten, wenn Vettel vor Hamilton sich positionieren würde. Nicht nur für die Fahrerwertung, sondern auch für die Konstrukteurswertung, weil Ferrari, weil die tun sich eigentlich nicht so wirklich viel. Ferrari ist halt 3 Punkte hinter Mercedes. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. So, ab jetzt, wenn Safety Car rauskommt, können wir auf jeden Fall mindestens schon mal auf harte Reifen gehen. Wahrscheinlich sogar auf Mediums. Und jetzt kommt ein Angriff von Vettel auf Hamilton. Wird aber wahrscheinlich sogar einfach nur ein sehr cleanes Überholmanöver werden. Ohne großartigen Zweikampf. Ich meine, gut, das kostet die... In dem Fall glaube ich jetzt trotzdem ein bisschen Zeit, weil das Manöver sehr knapp abgelaufen ist. Was heißt, sie konnten beide immer nicht ihre Ideallinie nehmen. Ja, 5,4 nach hinten. Es darf halt nicht passieren, dass sie sich gegenseitig nach vorne pushen. Das ist das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe. Wenn das passiert, dann dauert das gerade mal ein paar Runden und ich bin wieder an mit dran. Ich bin aber echt heilfroh, dass ich Mexiko für den GPO so intensiv trainiert hatte damals. Das ist wie Silverstone, das hilft mir in der Karriere so unfassbar viel jetzt. Weil ich einfach immerhin mindestens die grobe Linie schon kenne. Und man merkt auch, ich fahre gerade sehr konstant eigentlich, was ich auf Mexiko, ja, ohne den GPO glaube ich nicht geschafft hätte. So, oh, das könnte 15. Je nachdem, wie es abläuft, könnte das ein Side-by-Side durch die ersten paar Kurven werden. Wird's aber nicht. Hamilton kommt nicht so richtig ran. Zumindest noch nicht so, wie er es braucht.
Ja, und hier haben wir irgendwie noch gar keinen Angriff gesehen heute. Auch jetzt wieder nicht. Hamilton, das Schoßhündchen bleibt hinten dran. Während Vettel tatsächlich ein bisschen aufholt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nein, oh Gott. Wenn du da einen Tacken zu weit rauskommst, kriegst du halt auch eine Strafe. Das soll natürlich nicht passieren. So, wir halten also fest, 15. reichen für Hamilton nicht für einen Angriff. Und ich glaube, jetzt ist er noch weiter weg sogar. Ja, sicher ist er dann noch weiter weg. Oh Gott, Vettel holt richtig auf. Ich meine, es sind noch 5 Sekunden Abstand und gut, sind wir ehrlich, es wundert mich jetzt insofern nicht, weil der Vettel-Reifen hat die eine Runde frischer sind und das macht auch Mexiko extremst was aus. Bedeutet aber, ich werde früher auf Mediums gehen als er und dann werde ich eh wieder ein bisschen vor ihm wegziehen. Also, ja, okay, wir können Vettel vorerst vielleicht sogar ignorieren. Ja, Runde 21, genau, soll ich rein. Ja, das macht halt schon viel aus, ne, die Reifen. Man hat es auch beim GPO damals gemerkt. Hatte Ray ja eine Runde frischere Reifen und das hat so viel ausgemacht am Ende. Ich verliere halt 2 Sekunden auf meine Bestzeit. 18. jetzt verloren, letzte Runde auf Vettel. Wobei der Abstand auf Hamilton halt ein bisschen wächst, glaube ich sogar. Oh, er und Leclerc kämpfen jetzt auch um die ersten paar Kurven. Schön. So wollen wir es sehen. Und ja, ich glaube, Ricciardo holt tatsächlich ein bisschen auf Bottas auf, aber da muss er ordentlich was machen, damit das was wird. Boah, das ist so spannend jetzt. Da kann halt noch sehr viel passieren. Ich kann auch eine Strafe kriegen. Vettel kann auch Fehler machen. Wie es mit Bottas und Ricciardo passiert, ist auch noch so eine Frage. Ich meine, interessanterweise, dadurch, dass der Wagen halt jetzt einen Tacken leichter ist, fühlen sich die Reifen gar nicht so schlecht an. Fuck, ich hätte Soft Medium Soft machen müssen. Hätte ich am Ende die besseren Reifen. Och, nee. Das hat beim GPO ja funktioniert. Oh, warum vergesse ich sowas? Ja, 16. diesmal Vettel aufgeholt auf mich. Ich meine, er wird jetzt auch ein paar Probleme haben, definitiv. Er wird vor dem Boxenstopp auf jeden Fall nicht in eine Angriffsposition kommen. Das wäre extrem krass. Außer ich mache jetzt halt echt noch einen Fehler. Aber dadurch, dass der Wagen echt einen Tacken leichter ist, glaube ich da nicht so richtig dran. Ich überlege sogar, Runde 22 erst reinzugehen. Einfach nur komplett auf Nummer sicher gehen. Dann wären wir bereinigt quasi auf Vettel, aber ja, dann verliere ich, glaube ich, im Endeffekt doch zu viel Zeit mit der Strategie. Ich muss jetzt dann nächste Runde die Outlap nutzen, muss da richtig ballern und so den Vorsprung auf Vettel ausfahren, den ich dann am Ende brauche. Ich meine, die Mediums sind nicht so unfassbar schlimm.
die gehen von der Konstanz her. Der Unterschied, den wir jetzt hier sehen, dass Vettel halt mehr als eine halbe Sekunde pro Runde aufholt auf mich, werden wir nicht sehen. Oh, Leclerc ist schon in der Box. Das ist insofern gar nicht so schlecht, weil mich wird er wahrscheinlich nicht kriegen, aber Leclerc kann vielleicht einen Stopp machen, beziehungsweise ein... Na, sag's mir. Einen Undercut machen auf Vettel. Oh Gott. Ja, okay, auf jeden Fall jetzt rein. Und jetzt habe ich ja im dritten Stint auch nochmal Sprit, den ich verwenden kann, um nochmal mehr zu ballern, weil da habe ich ja jetzt eigentlich gar nichts verwendet, großartig. So, der Fehler mit der Boxengasse wird mit Mexiko nicht mehr passieren. Vettel ist auch jetzt schon drin. Oh, Ricciardo. Oh ne, Ricciardo wird jetzt auf Bottas verlieren. Und zwar richtig. Ach. Wie fies. So, tschüss. Wir haben jetzt die gleichen Reifen. Jetzt wird sich zeigen, ob Vettel wirklich schneller war als ich oder ob die Zeit, die er gerade gut gemacht hat, wirklich einfach nur der Unterschied war, der Reifenunterschied. Nicht schlecht von Ferrari auf jeden Fall, dass die Leclerc reinholen für einen Undercut auf Hamilton. Sich damit jetzt vielleicht ein Doppelpodium sichern. Und vor allem damit die Möglichkeit haben, Vettel zeitgleich mit mir reinzuholen. Das ist saustarke Strategie gewesen jetzt. Dadurch ist Vettel von mir jetzt, ja, gleich auf. Und wenn sie damit rechnen, dass Vettel einfach fahrerisch schneller ist als ich, dann, ja, sind wir jetzt auf den gleichen Reifen. Schön gemacht von Ferrari. Schön gemacht von Ferrari. Schöne Strategie. Ist nur die Frage, ob sie aufgehen wird. Daniel's in for his stop. Ja, Ricciardo können wir eh erstmal vergessen, glaube ich. Der hat jetzt seine P6 verspielt. Würde ich. Ah, wobei P6 nicht, aber. P5 wird das auf gar keinen Fall mehr für Ricciardo. Außer er stellt das halt mit den Reifen jetzt richtig gut an. Verstappen ist auf Mediums. Fährt Verstappen durch? Wäre auch eine interessante Möglichkeit, wenn Verstappen jetzt durchfährt. Kann auch noch mal einiges machen. Ja, aber Ricciardo ist gar nicht so weit weg von Bottas sogar. Bottas auf Harte gegangen? Nee, kann ja nicht sein. Ja, mal schauen. Vielleicht wird Ricciardo sich Bottas doch noch holen. Wäre natürlich... Das wäre schön, wenn Ricciardo noch Bottas holt. Konstrukteurswertung... Wäre dann auf jeden Fall ein bisschen mehr drin. Auch noch 13 Runden ungefähr. Ja, die Reifen sind genial. Also, die werden auf jeden Fall super durchhalten. Ich war Vettel gerade ein bisschen weg, aber durch solche Fehler, wie ich sie gerade mache, wird er wieder rankommen. Jetzt ist Ricciardo halt doch nur Siebter.
Weil Verstappen wird nicht mehr reingehen, denke ich. Außer der holt sich halt echt nochmal Soft-Reifen. Was eigentlich in meinen Augen echt die beste Strategie gewesen wäre. Soft, Medium, Soft. Dann hast du am Ende einfach die... Ja, die schlechten Reifen zwar, aber auf jeden Fall auf einem sehr leichten Fahrzeug. Da macht das nicht mehr so extrem was aus. Verstappen fällt halt gut zurück. So. Ferrari Doppelpodium aktuell. Das wären dann 18 plus 15, 33 Punkte. Ja, okay. Je nachdem, wo Ricciardo landet, können wir das ausgleichen. Dann wäre das sogar gar nicht mal so schlecht für die Konstrukteursmeisterschaft. Ferrari Doppelpodium. Und dadurch, dass Verstappen jetzt echt Hamilton ein bisschen aufgehalten hat, ist das sogar sehr wahrscheinlich, dass es so passieren wird. So. Auf der Geraden kann man wenigstens ein bisschen entspannen. Ja, Ricciardo kommt echt dran an Bottas, also das ist noch nicht abgeschrieben und Verstappen geht tatsächlich doch nochmal rein. Damit haben wir Ricciardo auf P6 mit der Jagd auf P5. Vor allem mit einer guten Jagd auf P5. Der holt echt nicht schlecht auf, würde ich aber mal so jetzt vermuten. Und ich meine von 14 auf 5... Kann man machen, wäre nicht schlecht. Boah, die Mediums sind halt so super einfach nur. So, noch 10 Runden. Und wir haben 4,7 Sekunden auf Vettel. Danach 3,8 auf Leclerc. Also es sieht nicht so schlecht aus gerade, aber ich muss mich trotzdem echt konzentrieren, keine großen Fehler mehr zu machen. Vor allem kann es auch sein, je nachdem wie es jetzt die letzte Runden läuft, dass ich noch auf Gasly auflaufe oder Kwiat. Einer der Toro Rosses auf jeden Fall. Und ja, wenn der mich rauskegelt... Oder wenn Flügelschaden verpasst, dann haben wir bald einen Toro Rosso weniger auf der Strecke. Bei den bringe ich um. Aber Vettel verliert gerade ein bisschen Zeit. Nicht nur auf mich, sondern auch auf Leclerc. Oh, Ricciardo ist auf jeden Fall schon an Bottas dran. Komm! Du machst es, Ricciardo. Du hast die frischeren Reifen. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Das kommt ihm jetzt wirklich zugute. Diese frischeren Reifen, das macht halt auf der Strecke so viel aus. Ja, zu weit innen. Zu weit innen. Zu hart gebremst. Konzentrieren.
Konzentration. ...5,6 auf Vettel. Ich meine, mein Target ist jetzt eigentlich auch tatsächlich, den Toro Rosso zu überrunden. Das ist möglich. Und Ricciardo hat sich vorbeigeschoben an Bottas und hat das gemacht. Das ist ja auch interessant. Und Bottas ist leider sehr nah dran. Also, ich glaube, Ricciardo wird nicht so lange vor Bottas bleiben. Ich glaube, das wird sich jetzt schon wieder ändern, weil, naja, der Abstand, ich bin ganz ehrlich, der Abstand könnte geringer sein, könnte höher sein zwischen den beiden, wobei, ja, das wird nichts. Damit ist Ricciardo wohl auch weiterhin vorne, denke ich. Ja, wir haben halt einen starken Motor mittlerweile, darf man nicht unterschätzen. Nein, das wird eine Strafe. Oh Gott, doch nicht. Gott sei Dank. Ich wollte da nicht rausfahren. Das hat mich auch gekostet. Halbe Sekunde, wie wir sehen. Aber... Alter. Ich dachte eigentlich, jetzt kriege ich eine Strafe. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Ich meine, ja, es wäre nur eine 3 Sekunden Strafe gewesen, aber... Dann brauche ich nur einen Quersteher haben an der doofen Stelle. Und das wäre es gewesen. Ja, machen wir. Oh, Ricciardo, halt dich einfach vor Bottas. Wenn Ricciardo sich vor Bottas hält und sie hier vorne nichts mehr tut, dann wird das sehr gut ausgehen für uns in der Wertung. Was gibt der Fünfte nochmal? Der Fünfte gibt 10 Punkte, glaube ich. Moment, 25, 18, 15, 12, 10. Ja, 10 Punkte. Hätten wir 35. Wir würden auf Ferrari aufholen auf jeden Fall. Die hat 32. Wir würden auf jeden Fall, ich glaube, Mercedes sogar überholen, denke ich. Oh. We've been awarded a time penalty. We'll go against our finishing time at the end of the race. Ja, super. Das hätte jetzt natürlich nicht passieren sollen. Damit jetzt im Endeffekt nur 2,9 Sekunden Abstand auf Vettel. Das heißt, wir pushen jetzt noch mal ein bisschen Benzin raus noch, ne? Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was. Ja, ich habe die Streckenbegrenzung auf Mexiko teilweise sehr zu meinem Gunsten ausgelegt, könnte man sagen. Aber ja, gerade im ersten Sektor mache ich echt gut Zeit, gut auf Vettel. Da merkt man einfach die reine Power des Renaults gegenüber des Ferraris, was du ja eigentlich seit 2006 in der echten Formel 1 nicht mehr gehört hast. Jetzt kommen wir auch noch an den Toro Rosso wieder ran. Es ist Kwiat. Und ich hoffe, er akzeptiert und respektiert die blauen Flaggen. Ist noch nicht so häufig passiert, dass wir überrundet haben. Hier in der Karriere. Das ist echt eine Seltenheit eigentlich, weil wir halt verdammt oft Safety Cars haben. Und ja, dann hast du natürlich keine Überrundungen mehr bei 50% Rennen. Ah Gott, wo wird er mich vorbeilassen?
Ich hoffe, das läuft nicht auf die S's raus. Best-Case-Szenario ergibt mir noch DRS für die Stadtzielgeraden. Frage ist, ob das passieren wird. Ja, kann gut sein, kann gut sein. Wenn er jetzt noch vor mir bleibt, der wird mich im dritten Sektor nicht vorbeilassen. Ja, das wird funktioniert haben, oder? Oder? Ja! Oh, wie perfekt. Oh, wie perfekt. Und jetzt lässt du mich vorbei. Oh, wie perfekt. Also das hätte jetzt echt nicht perfekter laufen können eigentlich für mich. Jetzt machen meine Reifen aber echt langsam schlapp. Die drehen gut durch. Obwohl die erst bei unter 40% sind. Warte mal, was ist der höchste Reifen? 35. Aber ich bin ein Sim geworden auf einmal. Nee, man merkt auf jeden Fall schon ordentlich, dass die Reifen jetzt nicht mehr so hundertprozentig wollen. Was natürlich nicht so super ist, aber... Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall dadurch nochmal ordentlich Zeit gewonnen. Auf Vettel, wir sehen 7 Sekunden der Abstand, also 4 Sekunden bereinigt. Es sind noch 3 Runden zu fahren, das muss er jetzt erstmal aufholen. Also 1,3 Sekunden pro Runde muss er auf mich aufholen, um das Rennen hier zu gewinnen. Und ich hoffe, Ricciardo bleibt vor Bottas. Das ist halt immer noch sehr knapp da hinten, muss man sagen. Also da kann auch noch eigentlich alles passieren. Bei den beiden. Ein blöder Angriff. Oder einmal verbremst von Ricciardo oder sowas. Und das war's gewesen. Immer noch leicht schneller als Vettel. Also es waren wohl bei dem Stint gerade echt die Reifen, die so viel ausgemacht haben. Krass. Krass, krass. So, noch 2 Runden. Und irgendjemand wird extrem langsam. Nein. Nicht jetzt ein Safety Car. Ja, wobei, oh lol, ja sicher. Giovinazzi ist raus aus der Session. Ein virtuelles Safety Car wird es wahrscheinlich werden. Ja gut, echtes Safety Car wäre Quatsch, dann würden wir ja zu Ende fahren. Dann würden wir zu Ende fahren hinterm Safety Car, das wäre ja Quatsch. Da würde ich deswegen von P1 auf wahrscheinlich P20 zurückfallen. Ne, scheinbar kommt gar nichts sogar. Okay, interessant. Ich hätte damit gerechnet, es kommt irgendeine Form, wahrscheinlich ein virtuelles Safety Car. Was mir ja sogar ein bisschen geholfen hätte. Ein virtuelles Safety Car würde mir helfen. Ein echtes Safety Car würde alles zerstören. Ah. Nicht woanders hinschauen. So. Jetzt die letzte Runde nochmal. Wobei, schon nach dem Motor lieber ein bisschen. Lass noch das ERS mal auf Mittel. Wie gesagt, jetzt nochmal Motorkomponenten schonen. Wir haben die schnellste Runde aktuell. Wir haben, so wie es aussieht, nach aktuellem Status auch den Sieg. Außer ich werfe es jetzt echt noch weg in der letzten Runde.
Was ich jetzt nicht empfehlen würde. Mir hat Vettel schon einmal ein Rennen durch eine Strafe geklaut. Ich erinnere an Hockenheim, wobei da war es eher sogar durch den Flügelschaden. Woraus halt eben eine Strafe resultiert hat. So, aber da sind wir durch den gefährlichsten Sektor eigentlich durch. Sehen, die Menge jubelt, Mexiko feiert, es sieht wunderschön aus, muss ich sagen. Wir fahren um die letzte Kurve rum. Und gewinnen den großen Preis von Mexiko. Schön. Wunderschön. Renault hat hier und heute eine grandiose Leistung hingelegt und sich ganz oben aufs Treppchen manövriert. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Hier kommen die heutigen Sieger und das war wirklich ein tolles Rennen. Erfolg in der Formel 1 ist für dieses Team zwar nichts Neues mehr, aber sie kriegen nie genug davon. Gratulation an das gesamte Team von Renault für diesen großartigen Sieg. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Der Wissenschaftler vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Heiko, Daniel Ricciardo ist für mich wohl der Fahrer des Tages. Es ist weniger das, was er richtig gemacht hat, sondern wie wenig er falsch gemacht hat. Ein perfektes Rennen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ferrari übernimmt die Führung an der Spitze der Tabelle. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, damit der Endstand 3,5 Sekunden Abstand auf Vettel. Unfassbar, unfassbar. Also ich musste echt jede Runde pushen eigentlich, bis auf die letzte. Da habe ich dann gesagt, okay, eigentlich ist das Ding durch. Aber ansonsten, ja, schön. Ricciardo noch auf 5 vorgefahren von 14 auf 5. Unfassbar stark, finde ich. Bottas noch geholt. Zu Recht, muss man sagen. Sainz tatsächlich die Einstopp gemacht, dadurch auf P8 vorgefahren. Ja, Fahrerwertung sagt uns im Prinzip, dass wir in den USA, falls wir ja auf P5 ins Ziel kommen, definitiv den Titel haben. Und selbst wenn wir auf P5 ins Ziel kommen, muss Hamilton gewinnen und die schnellste Runde haben. Das ist die einzige Chance, wie er noch im Rennen ist. Wenn ich vor Hamilton das Rennen beende, bin ich auf jeden Fall Weltmeister nächstes Mal. Und ja, das ist doch eine Motivation, mit der man leben kann. Die Konstrukteurswertung ist doch ultra spannend. 9 Punkte hat Ferrari Vorsprung, einen Punkt hinter uns, dann Mercedes. Gut, Red Bull hatte irgendwie keine geile Season dieses Mal, muss man gestehen. Irgendwie haben die ein paar Punkte verloren, aber ja, wir können noch beides gewinnen. Und das ist natürlich auch der Plan. Wir gucken uns die Highlights an. Wo diesmal vielleicht gar nicht so viele dabei sein werden, weil es gab nicht viele Kämpfe und Überholmanöver diesmal. Trotzdem war es ein extrem spannendes Rennen. Also im zweiten Sektor wäre es keine Seltenheit gewesen, wenn ich das Fahrzeug weggeworfen hätte. Wäre nicht das erste Mal gewesen. Der Start war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Hamilton hat mich extrem überrascht. Aber ja, dann da eine Lücke gefunden. Durchgekommen auf die Außenbahn. Und dann innen vorbei durch Kurve 2 und von da an das Rennen angeführt eigentlich. So, hier sehen wir jetzt bestimmt ein paar Boxengasse-Überholmanöver. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also Mexiko ist schon eine geile Strecke, muss ich sagen. Also ich hatte vor dem GPO, war Mexiko nicht so meine Strecke, muss ich ehrlicherweise gestehen.
vor dem GPO bei Mexiko so, boah, mache ich extrem viele Fehler, habe ich keinen geilen Flow drin. Mittlerweile, gerade durch GPO, super geile Strecke, muss ich sagen. Also, gefällt mir unfassbar gut. Hat einen richtig geilen Flow, wenn man reinkommt. Und das habe ich heute tatsächlich bewiesen, glaube ich. Ich hatte einfach den Flow von Anfang bis Ende durchgezogen. Und hatte wenige Fehler eigentlich drin. Also ich hatte keine großartigen Quersteher oder so. Die Strafe hätte nicht sein müssen. Sehe ich selber. Aber ich bin ganz ehrlich, mir war fast klar, dass es zumindest eine Strafe sein wird. Und ja, dass sie dann so spät kam, nehme ich jetzt tatsächlich auch gar nicht so übel. Ja, das sind schöne Highlights-Spiele. Dankeschön. Das sieht grandios aus. Ja, doch. Ich, Ja, der Zaun, ne? Also, boah, guckt euch diesen Zaun an. Da, der Zaun geht noch weiter, wie ihr seht, ne? Also, hier, guck mal, da ist auch noch ein bisschen Zaun. Ja, aber die Stelle da drüben würde ich mir nochmal ganz gerne anschauen. Ja, guck mal, das sind Leute hinter dem Zaun. Da, guck mal, ganz, ganz viele Leute. Also, die applaudieren auch. Da steht ein LKW. Und, ja, doch. Da, guck mal, da stehen Leute auf einer Treppe. So, aufgepasst, da kommt er wieder. Dieser Highlight-Modus ist manchmal echt einfach durch, muss man sagen. So, und hier die Zieleinfahrt. Ja, keine großen Highlights. Die Hälfte der Highlights bestand daraus, dass wir uns einen Zaun angeschaut haben. Ja, wir gucken mal an. Also Claire wird sich über die Kollision mit Leclerc beschweren und über die Strafe. 100%. Vielleicht kriegen wir noch eine ganz nette Frage dazwischen. Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Oh ja. Der Motor war geil. Die Meisterschaft scheint so gut wie gewonnen zu sein. Glauben Sie, es besteht noch eine Chance auf dramatische Wendungen? Es ist erst vorbei, wenn ich den Pokal in den Händen halte. Ha! Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Doch. Danke für den Kommentar. Bitteschön. In letzter Zeit ist sie echt recht nett zu mir eigentlich. Ich kriege großteils gute Fragen. Vielleicht habe ich hier ein bisschen Unrecht getan. Ich glaube, die hat gesehen einfach, hat gemerkt, ja, der mag mich nicht. Und ja, jetzt ist sie ganz nett zu mir. So, Rivalität, wie gesagt, ist relativ wurscht eigentlich. Wir haben das Teamziel erfüllt, das ist auch nochmal wichtig. Das kann uns in den letzten Rennen nochmal den entscheidenden Vorteil geben. So, nochmal 900 Punkte, 950 knapp, sind wir bei 1700. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Ja, gucken wir mal, was wir eventuell noch erforschen können. Als nächstes steht die USA an. Und ich würde sagen, allzu viel können wir ja eigentlich fast schon gar nicht mehr machen. Also, ich würde sagen, ja, was brauchen wir überhaupt noch? Ich meine, das hier würde eh erst in Brasilien fertig werden, dementsprechend. Das heißt, wir könnten nochmal zweimal DRS verbessern auf Abu Dhabi. Nee, können wir gar nicht. Können wir einmal machen, theoretisch. Außer ich verbessere hier natürlich den Frontantrieb nochmal. Dann können wir nochmal Frontantrieb und einmal DRS verbessern. Ich kann aber auch natürlich sagen, okay, scheiß drauf, wir machen einfach hier nochmal Motor. Das Motorteil wird ja nochmal verbessert. Und ich meine, die Strecken, die jetzt da noch kommen, Brasilien, USA, Abu Dhabi, da brauchen wir Motorleistung. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal auf diese Teile hier. Oh! Wir können nur zwei Teile pro Reihe machen. Das ist natürlich auch super. Dann würde ich sagen, werden wir die Ausfallwahrscheinlichkeit hier einfach nochmal reduzieren, damit die Upgrades durchgehen. Weil das wird wichtig sein. Das wird wichtig sein. In den USA nicht ganz so wichtig wahrscheinlich, wie ich es mir gerade vorstelle, aber gerade Brasilien und Abu Dhabi brauchen wir doch nochmal.
ein wenig mehr Leistung. So, wir gucken mal, ob das Ganze durchging. USA, damit das drittletzte Rennen, das Rennen, wo ich mir den Titel holen kann. Ich hoffe, die Teile sind durchgegangen. Bitte, sonst habe ich 600 Punkte verschwendet. So, Endposition erster. Ach, Benzinverbrauch ist nicht durchgegangen. Na gut. Und wir haben ein wenig Regenrennen. Das ist jetzt interessant. Das hier ist sehr interessant. So, in der Entwicklung, wir haben wieder ein bisschen mehr getan als Ferrari. Haben uns dadurch wieder ein bisschen vor denen abgesetzt. Mercedes und Red Bull entwickeln gar nicht mehr. Auch interessant. Und ja, das mittlere Teil ist durchgegangen. Das kleine leider nicht. Schade. Aber gut, dann würde ich sagen, was das für diese Ausgabe. War ein schönes Rennen, finde ich. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.